Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ja, heute will ich nicht zu viel reden. Danas neću puno govoriti. Der Gottesdienst war schon lange. Bogosloženje je bilo dugačko. Aber einige Worte müssen wir doch sagen. Ali moramo reći nekoliko reči. Damit wir in unserem Zyklus und im Kreis des diesjährigen Themas bleiben. Da bi ostali u ovom ciklusu ovogodišnje teme koje smo počeli. Heute haben wir einen Einschnitt mit dem Sonntag der Orthodoxie. Bisher waren es geistliche Themen, die wir betrachtet haben. Do sada, danas ove prve nedelje pravosa imamo jedan presek. Do ove nedelje smo pričali, govorili smo o duhovnim temama. Und es müsste uns eigentlich wundern, dass wir jetzt gerade zu Beginn der Fastenzeit das Thema des Glaubens haben, nämlich heute und nächsten Sonntag. Trebalo bi pomalo da nas i začudi, da se pitamo, da je eto, već prve ove sedmice i druge sedmice časnog posta je tema vera, čistota vere. Wir haben bisher betrachtet, wie wir geistlich leben sollen. Do ovoga momenta smo posmatrali i gledali kako treba duhovno da živimo. Heute und am nächsten Sonntag betrachten wir das Fundament des Lebens. A ove nedelje i iduće gledamo u temelj, to jest fundament našeg duhovnog života. Denn damit wir ein geistliches Leben als Orthodox, als Rechtgläubige führen können, da bi mi kao jedan duhovni život vodili, mogli voditi kao pravoslavni hrišćani, wie unser Name selbst schon sagt, müssen wir uns mit dem Glauben beschäftigen. Kao što je naše ime već kaže, pravoslavni, moramo se onda se moramo pozabaviti našom verom. Ohne den wahren Glauben ist kein geistliches Leben möglich. Bez jedne istinske vere nemoguće je jedan duhovni život. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber der Heilige Geist weht, wo er will. Da, sada bi neko mogao da kaže da duh deluje tamo gde on želi. Und doch, wenn wir genau hinschauen, gibt es verschiedene Arten des Wirkens des Heiligen Geistes. Ali kad već pogledamo, ima po nekoliko načina kako Sveti Duh diše i deluje. Es gibt einmal das Wirken des Heiligen Geistes, dass er die Welt am Leben erhält. A to je isto jedan način na koji Sveti Duh diše i govori i tvori kako drži ovaj sve dalje da drži ovaj sve čitaju što da postoji. So wie es bei der Schöpfungsgeschichte heißt, der Geist Gottes schwebte über allem. Kao u priči postanja, kako se sveti, kako se duh Boži je se izdizao na tvorevinom. Ohne Heiligen Geist ist kein Leben möglich. Bez Svetoga Duha je jedan život nemoguć. Es gibt dann ein zweites Wirken des Heiligen Geistes auch außerhalb der Orthodoxie. Ima i drugo delovanje Svetoga Duha koje je izvan pravoslavne crkve. Indem er nämlich in den Seelen der Menschen die Sehnsucht nach Gott und der Wahrheit aufrecht erhält. A to je u dušama onih ljudi koji traže istinu i koji traže Boga. Und so versucht er die Menschen zur Orthodoxie zu führen. I tako Sveti Duh pokušava da te ljude dovede u pravoslavnu crkvu, pravoslavnu veru. Dass heute Pater Paisios ist und Orthodox, ist das Wirken des Heiligen Geistes. To što je danas otac Paisije i što je postao ono što je postao, je delo Duha Svetoga koji ga doveo u pravoslavlje. Um dieses Wirken des Heiligen Geistes geht es an diesem Sonntag nicht. I to delo Duha Svetoga nije tema ove nedelje, sondern an diesem Sonntag, nächsten Sonntag sehen wir, dass die im wahren Glauben stehenden durch den Heiligen Geist zur Heiligkeit berufen sind. Ove i sljedeće nedelje možemo da vidimo i da posmatramo one koji su kroz Sveti Duh se uzneli i postali sveti. Außerhalb der orthodoxen Welt kann der Heilige Geist niemand heilig machen. Izvan pravoslavne crkve, Sveti Duh ne može nikoga da načini svetim. Denn diese Früchte des Heiligen Geistes gedeihen im neuen Paradiesesgarten in der Kirche. A plodovi ovoga Duha Svetoga u pravoslavnoj crkvi su plodovi već koji će biti u bašti, u raju, u baštanskom raju.
Viele heute im Westen, ich habe viele gekannt und kenne viele, die fragen zum Beispiel nach dem Jesusgebet, dem Herzensgebet. Mnogi danas na zapadu koje znam pitaju za Isusovu molitvu. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. I da znate, to je delo Duha Svetoga. Und dann muss ich aber diesen sagen, wie mir damals gesagt wurde, als ich noch nicht orthodox war. I tada ja njima govorim kao što je meni tada rečeno dok još uvijek nisam bio pravoslavan. Das versteht ihr, wenn ihr orthodox geworden seid. To ćete razumeti tek kada budete postali pravoslavni tu molitvu. Als damals der verstorbene Abt Georgios Kapsanis zu mir das gesagt hat, dachte ich, was erzählt er jetzt? Ich kann das doch beten, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Kada je meni sada već upokojeni iguman Grigorijata, odnosno Grigorije Kapsanis, meni rekao da tu molitvu neću razumjeti dok god se ne krstim. Ja sam pomislio da je to nemoguće, da se tu nema što da se razume. To su reči koje se samo ponavljaju. Nach meiner heiligen Taufe habe ich verstanden, dass er recht hatte. Ali posle mog svetog krštenja sam shvatio da je taj iguman, taj starac imao potpuno pravo. Und so bekennen wir am heutigen Tag den Triumph der Orthodoxie. Tako da današnji dan počinjemo i ovaj post i nedelju sa pobedom pravoslavlja. Wenn wir beim heiligen Paulus genau hinhören, begannen damals schon die ersten Heresien groß zu werden. Kada dobro poslušamo apostola Pavla sada, još su tada počele polako da se razvijaju i da rastu jeresi. Und dieser Kampf, dieser Heretiker gegen die Kirche tobt bis heute. I ta borba jeretika protiv crkve se nastavila od tog vremena do dana današnjeg. Waren es die Arianer, die Monophysiten, später die Papiki, dann die Protestanten, die vielen Sekten? Da li to bili Arianci, Monophysiti, da li su to Papisti, da li su to Protestanti, sve moguće sekte koje su do danas oko nas? Wenn aufgepasst heute, habt ihr diese Anathema gehört? Ako ste danas dobro obraćali pažnje, slušali ste ovoj anatemi. Und so tobt dieser Kampf bis heute. I kao što vidite, ta borba traje i dan danas. Der Teufel hat immer wieder versucht, die Orthodoxie zu zerstören. Đavo je od početka pokušao i trudi se da uništi pravoslavlje. Schau zur Zeit des heiligen Savas in Serbien. Pogledajte u vreme Svetog Save ovde u Srbiji. Hat der Papst wieder seine Hand ausgestreckt gehabt, machtgierig, auch Serbien zu Papiki zu machen. Tada je pokušao Papa da i Srbiju u to vreme s njegovom rukom da je načinik katoličkom. Bei den Ungarn ist es ihm gelungen. Tamo je kod Mađara mu je uspelo. Aber bei den Serben nicht. Ali u Srbiji mu nije uspelo. Dank und Ehre dem heiligen Savas, der das verhindert hat. U to u slavu i čast Svetoga Save koji je uspeo to da spreči. Also dieser Kampf tobt immer. Kao što vidimo, ta borba je i dan danas tu prisutna. Aber zugleich sehen wir, dass die Kirche immer triumphiert hat. Ali istovremeno i vidimo da je crkva svo vreme pobeđivala, triumfovala. So damals, als die Ikonoglasten, als man also gegen die Ikonen gekämpft hat. Tada kada je počelo još ikonoborstvo. Könnte man sagen, die ersten Protestanten und Evangelischen. Možemo reći prvi protestanti i evangelisti. Und auch die Zaren von Konstantinopel damals dieser Heresie anhingen oder zumindest freundlich gesinnt waren. Čak i vizantijski carevi koji su bili naklonjeni takvim pokretima. Gab es viele Märtyrer. Bilo je puno mučenika. Viele Ikonen wurden zerstört. Mnoge su ikone uništene. Und doch zum Schluss der Triumph bei der heiligen Kaiserin Theodora und ihrem Sohn, dem heiligen Michael. I na kraju je bila pobeda kod svete carice Teodore i njenog sina cara Mihajla. Sie sind ja auch auf der heutigen Festtagsikone dargestellt. I oni su čak i na današnjoj ikoni triumfa pravoslavlja, oni su prvi naslikani tu. Wieder mal dachte der Teufel, er hat die Orthodoxie besiegt. Opet je đavo pomislio da je pobedio pravoslavlje. Die Juden waren gegen Ikonen, die Mohammedaner gegen Ikonen. Jevreji su bili protiv ikona, muslimani su bili protiv ikona. Und plötzlich auch viele Orthodoxen. I odjedanput i puno pravoslavnih su bili protiv ikona. Aber der Heilige Geist hat den Sieg bewirkt. Ali Sveti Duh je uspeo da pobedi njih sve.
Zum Dank dafür wurde der heutige Sonntag eingeführt. I u sećanje na taj dan, zato je uvedena današnja nedelja kao veliki praznik. Zuerst in Konstantinopel mit einer riesigen feierlichen Prozession durch die Stadt. Prva ovakva liturgija, prvo ovako slavlje je bilo u Carigradu, gde se jedno tožestveno slavlje bi išlo kroz sve ulice Carigrada sa ikonama. Und zum Bekenntnis, dass man orthodox war, hatte man eine Ikone in der Hand. I za ispovedanje, priznanje da, i dokaz pravoslavlja, svaki hrišćanin je toga dana na litiji nosio po jednu ikonu u rukama. Und von dort aus hat die ganze Orthodoxie dann diesen Festtag begangen bis heute. I od toga dana i Carigrada je onda krenulo da se širi ova proslava po celom pravoslavnom svetu. Dort wo der Heilige Geist weht, dort ist die Wahrheit. Tamo gde Sveti Duh deluje, tamo je istina. Und daher ist es wichtig, dass wir in der Wahrheit stehen, um ein geistliches Leben führen zu können. Zato je važno da stojimo uvek o istini, da bi mogli da vodimo jedan ispravni, pravi duhovni život. Denn wenn wir dem Geist der Lüge dienen, haben wir kein geistliches Leben. Jer kada služimo duhu laži, onda ne možemo da imamo jedan istinski, pravi duhovni život. Wahres geistliches Leben gibt es in der Orthodoxie. Pravi istinski duhovni život je samo u pravoslavnoj crkvi. Deshalb hat die Kirche ganz bewusst diese zwei Sonntage genommen, um uns deutlich zu machen, es ist nicht egal, was wir glauben. Zato je crkva namjerno uzela ova dva velika praznika u prve dve nedelje Vaskršnjeg posta, da nam pokaže, da do znanja, da nije svejedno u šta čovjek veruje. Sondern es ist wesentlich, ohne Wahrheit, ohne Orthodoxie kein Leben. Nego da je to suština, da bez istine, bez pravda se nema istinskog života. Und so sehen wir heute plötzlich, i danas vidimo odjedanput, dass eine neue Heresie aufkommt, da dolazi nova jeres, die es bisher noch nicht gab, koje do sad koje do danas nije bilo. Ich will sie mal nennen, die falsche Ekumene. Mogu je nazvati lažnim ekumenizmom. Also nochmals, wir nennen uns rechtgläubig, orthodox. Još jedanput, mi sebe nazivamo pravoslavnim hrišćanima. Um das Leben zu haben, müssen wir in der Wahrheit stehen. I taj život da bi imali, vodili, moramo stojati u istini. Jetzt kommt plötzlich ein neues Gift. Sad odjedanput dolazi neki novi otrov. Das diesmal genau das Herz der Orthodoxie trifft. I to je da udara pravo u srce pravoslavlja. Nämlich, dass man sagt, nein, Gott liebt alle. Ne, nego da možemo tako lepo reći, ne, Bog voli sve. Und es gibt nicht nur den Weg der Orthodoxie. I da nije samo put kroz pravoslavlje, put ka spasenju. Weg der Orthodoxie, Weg Christi. A to što je vek put pravoslavlja, put Hristov zapravo. Nein, es gibt auch andere Wege. Ne, onda nam govore kako postoji i drugih puteva. Die heretischen Kirchen, die schismatischen Kirchen, alle sind Wege zu Gott. Sve moguće crkve, svi su to putevi ka Bogu. Auch die Mohammedaner, die Hebräer, alle kommen zu Gott. Čak i muslimani, jevreji, svi oni mogu doći, svi oni mogu se spasiti i doći Bogu. Was leugnet also diese neue Heresie insgesamt? Šta laže sve uglavnom, sve zajedno za sve to, ta nova jeres? Dass es eine Wahrheit gibt. Oni nas lažu da postoji jedna istina zapravo. Und so ist diese Heresie die schlimmste aller Zeiten. Tako da je ova jeres najgora od svih mogućih koje je do sada bila. Denn Arius dachte, er hat recht. Zato što je Arije mislio da on ima, jedino on ima pravo. Papa von Rom denkt heute noch, er ist der halbe Gott. Rimski papa, on i dan danas misli da on ima pravo, da je on zamenik Hristov na zemlji. Die Protestanten denken immer noch, wir sind die wahren Ausleger des Evangeliums. Protestanti, oni misle da su i oni jedini, oni koji danas, do dan danas znaju da tumače sveto evanđelje. Und die Mohammedaner denken auch noch, ja, wir haben recht, Mohammed ist der Weg. Muslimani, oni isto tako misle da su oni jedini pravi koji znaju put i samo Mohammed ima pravo. Alle diese Heretiker hatten eine Beziehung zur Wahrheit. Svi ti heretici su bili negde povezani sa istinom. Aber diese falsche Ekumene hat keine Beziehung zur Wahrheit. A ovaj lažni ekumenizam nema nikakve veze sa istinom. So gibt es heute auch Theologen, die behaupten, es gibt viele Wege zum Paradies. Danas imamo pravoslavne teologe koje tvrde da ima mnogo puteva ka ulaska u raj.
Haben die jemals das Heilige Evangelium gelesen? Da li su nekad pročitali Evanđelje? Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus govori, ja sam put i istina. Und er sagt nicht ein Weg. Ne govori jedan put. Also heute, diese moderne Heresie ist die schlimmste, weil sie sozusagen die Wahrheit selbst in Frage stellt. Današnji ovaj ekumenizam je opasno tome što on dovodi u pitanje tu istinu zapravo. Und damit letztendlich unseren Herrn Jesus Christus. I na kraju krajeva samoga Isusa Hrista. Und daher warnen uns die Väter vor dieser Heresie ganz besonders. Zato nas sveti oci posebno upozoravaju za ovo ekumenizam koji nam dolazi. Diese Bewegung wird sehr stark. Da će taj pokret biti veoma jak. Alle Heresien sind schon mit in dieser Bewegung drin. Zato što su sve već moguće jeresi u tom pokretu. Und jetzt schauen sie mit Augen auf die Orthodoxie. I sad sve oni iz tog jednog, sa tog jednog mesta sve gledaju sa očima na pravoslavlje. Letztendlich geht es immer nur um die Zerstörung der Orthodoxie. Na kraju krajeva njima jedin cilj zapravo uništenje pravoslavlja. Und so zielen sie dieses Mal ins Herz der Orthodoxie, nämlich in Christus, der die Wahrheit ist. I to zapravo šta hoćete rade, ulače se duboko u srce pravoslavlja, to jest da bi uništili samoga Hrista. Umso wichtiger ist, dass wir den heutigen Tag mit frohem Herzen und großem Bekenntnis und Tapferkeit feiern. Zato je veoma važno da današnji dan, današnji praznik sa čistim i velikim srcem punom radošću proslavljamo. Bekennen wir, dass wir glauben, dass die Orthodoxie die Kirche Jesu Christi ist. Ispovedimo to da je pravoslavlje jedina prava istinska Hristova crkva. Und nur die heilige Orthodoxie uns zum ewigen Leben führt. I da samo sveto pravoslavlje može da nas uvede u večni život. Lassen wir uns nicht anstecken von diesem Gift der falschen Ekumene. Ne dopustimo da se zarazimo tim lažnim otrovom te lažne ekumene. Denn wie wir heute feiern, wir feiern den Triumph der Orthodoxie. Jer šta mi danas proslavljamo? Proslavljamo triumf pravoslavlja, pobedu pravoslavlja. Keine Macht dieser Welt und keine übernatürliche Macht wird unsere heilige Kirche zerstören können. Nikakva moć na ovom svetu i nikakva moć van ovoga sveta ne može da uništi pravoslavnu crkvu. Das feiern wir heute. I to mi danas proslavljamo. Denn die Kirche ist der Leib Christi. Zato što je crkva telo Hristovo. Und sie ist die einzige Gemeinschaft in dieser Welt, i to je jedina zajednica u ovome svetu, die nicht vergänglich ist, koja je neprolazna, die hinaufreicht ins Paradies, in den Himmel, koja nas direktno vodi u raj. Aber was sie versuchen, ist die einzelnen Seelen noch zu zerstören. Ali šta pokušavaju, da može još pojedine duše da unište. Daher beten wir heute alle, dass wir treu bleiben unserem Herrn Jesus Christus. Zato se svi danas se pomolimo da svi ostanemo verni našem Gospodu Isusu Hristu. So wie wir vorhin bei der Prozession die Ikonen in den Händen hielten. Kao što smo malo pre u liti nosili u svojim rukama svete ikone. Und bezeugen, dass wir dies glauben. I ispovedili da u njih verujemo. Und so müssen wir auch im Alltag leben. Wir müssen bezeugen, wir sind orthodoxe Christen. I tako moramo svako u svojoj svakodnevici živjeti i svjedočiti da smo mi pravoslavni hrišćani. Es ist die Zeit vorbei, wo wir im Gebet ins Kämmerlein gingen. Prošlo je vrijeme kada smo morali da se sakrivamo po svojim sobama pa da i tu da se molimo. Es ist die Zeit vorbei, wo wir uns sozusagen in unserer Demut versteckt haben. Prošlo je vrijeme kada smo morali da se sakrivamo u svoju smirenost. So wie damals bei den Inoklasten ist es heute wichtig, dass wir nach außen den Glauben bekennen. Kao i tada, kada je bilo ikonoborstvo, morali smo da ispovedimo i da se i sa spolja borimo, da pokažemo i po svom spoljašnjem životu da smo pravoslavni hrišćani. Gehen wir in ein Restaurant, machen wir unser Kreuzzeichen. Idemo u restoran, pa tamo jedemo. Kad pre nego želite, prekrstite se. Gehen wir an einer Kirche, an einem Tempel vorbei, machen wir unser Kreuzzeichen und prolazite, eine Verneigung. Prolazite pored neke crkve, pored nekog krsta. Prekrstite se, poklonite se. Fahren wir mit dem Auto, mit dem Bus, fliegen wir mit dem Flugzeug. Zu Beginn machen wir unser heiliges Kreuzzeichen. Kada krenemo negde na bilo gde kolima na put, autobusom, avionom, vozom, svejedno, pre nego što krenemo, prekrstimo se. Und machen wir unser Kreuzzeichen, wie es die heiligen Apostel schon gemacht haben. I krstimo se još, i treba da se krstimo onako kako su se naši sveti apostoli još krstili. Sauber. Čisto.
nicht Gitarre spielen. Nemojte da svirate kao da se piste kao da svirate gitaru. Und nicht falsch wie die Papagei von links nach rechts, sondern von rechts nach links. I ne lažno kao što se katolici od s leva na desno, nego s desna na levo. Bekennen wir unseren Glauben auch durch äußere Zeichen. Ispovedimo veru i po našem spoljašnjem životu. Es ist die Zeit, wo wir Bekenntnis geben. I došlo je vreme kada treba da damo svedočenje za svoju veru. Dann sind auch wir hineingenommen in Aeonia Mnemi, was wir heute gebetet haben, also ewiges Gedenken. I tada ćemo i mi biti uzeti u tu i biti spominjani, kao što smo danas čuli, u večnoj pamet, imamo večni spomen pred Gospodom. Und Christus wird uns die Siegeskrone im Paradies geben. I Gospod će nam dati tu pobednu krunu u raju. Sieh du die Orthodoxie, es lebe die Orthodoxie. Živelo pravoslavlje. Amen. Amen.